Ich habe mich für die Durchführung von so einem Stresspräventionscheck mit dem Burnout M3 Master Screening Tool entschieden. Aus verschiedenen Gründen, die sind vielschichtig. Der Hauptgrund ist, Burnout-Erkrankungen und Ausfall von Mitarbeitenden nehmen stark zu. Die Kostenfolge für die Unternehmen ebenso. Und nicht zuletzt auch aufgrund von meiner persönlichen Erfahrung mit einem Burnout vor 2 Jahren. Stress entsteht immer dann, wenn innere und oder äußere Faktoren unsere ganz persönlichen Bewältigungsmechanismen dauerhaft überfordern. Äußere Faktoren sind heutzutage natürlich vornehmlich Arbeitsplatzfaktoren, Zeitdruck, Termindruck, Veränderungsdruck, aber selbstverständlich auch Faktoren aus dem privaten Bereich, wo genau dieselben Dinge geschehen können. Und die inneren Faktoren sind natürlich persönliche Einstellungen, persönliche Haltungen, die ebenfalls dazu beitragen können, dass ganz normale Situationen plötzlich sehr stressreich werden können. Zu viel und zu viel krankmachender Stress kann ausgeprägte körperliche Folgen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also mit den Folgen Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck. Es kann aber auch ganz banale oder unspezifische Symptome geben wie Zahnschmerzen durch nächtliches Zähneknirschen, Schädigungen der Mundschleimhaut, Kopfschmerzen, Reizmagen, Reizdarm, also eine sehr breite Palette, die sehr sorgfältig diagnostisch abgeklärt werden muss. Die psychischen, also die seelischen Folgen wären das Gefühl der ständigen Erschöpftheit, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern andauernd. Depression, also das Gefühl, gar nichts mehr leisten zu können, tief verzweifelt zu sein bis hin zur Suizidalität, Unkonzentriertheit, Gedächtnisstörungen, ausgeprägte Schlafstörungen sehen wir sehr häufig bei den Betroffenen. Die äußeren Faktoren, die Stress auslösen, sind natürlich auch extrem wichtig. Hier sind die Unternehmen, die Vorgesetzten, die Arbeitgeber natürlich in besonderer Verantwortung. Besteht zu viel Termindruck, besteht zu viel Veränderungsnotwendigkeit, oft ja nur vermeintlich, bestehen zu viele Unterbrechungen der täglichen Arbeit, kann der Einzelne Kontrolle darüber haben, was er wann wie macht? Besteht die Verpflichtung oder die Versuchung, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem zu stark sich auflösen, was sehr stark krankmachend sein kann? Das heißt, muss jemand oder bekommt er das Gefühl vermittelt, ständig verfügbar zu sein, sogar in den Ferien, über moderne Medien, die natürlich hier sehr verführerisch sein können? Der von uns in Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin entwickelte Mind-Body-Check-Up bietet eine seriöse und vor allem wissenschaftlich fundierte Möglichkeit der Früherkennung. Er zeigt Möglichkeiten auch zur Frühintervention auf für den Einzelnen, aber auch für das Unternehmen. Der einzelne Betroffene kann diskret am Bildschirm die Fragen beantworten, bekommt eine Auswertung und kann dann unter dem Schutz des Arztgeheimnisses selbstverständlich entscheiden, möchte er diese Dinge weiter verfolgen, sieht er selber Bedarf daran zu arbeiten, und die Erfahrungen damit sind sehr erfreulich. Über 90% nutzen diese Möglichkeit. Der Stresscheck, den wir durchgeführt haben, hat sehr hilfreiche und nützliche Ergebnisse gebracht. Einerseits eine klare Standortbestimmung für das ganze Unternehmen. Andererseits aber auch Hinweise, in welchen Bereichen man exakter muss analysieren und eventuell Massnahmen treffen. Wir haben einige Veränderungen eingeleitet aufgrund der Ergebnisse von diesem Stresspräventionscheck. Nicht allein aufgrund von diesem Check, sondern in Kombination mit anderen Informationen. Wir haben beispielsweise Führungsstrukturen geändert. Wir haben einzelne individuelle Mitarbeiter aktiv in Ressourcenworkshops geschickt, wo sie lernen, besser mit der Stressbelastung umzugehen. Wir haben auch ganz einfache Massnahmen getroffen, wie die Vorgabe, Ende Jahr muss jeder Mitarbeiter seine Ferientage bezogen haben und keine Überstunden akkumuliert haben. Ein Jahr nach dem ersten durchgeführten Stresscheck bei uns hat sich einiges verändert. Ganz klar ist die Sensibilität von allen unseren Mitarbeitern auf die Thematik höher. Sie sind jetzt alle mit dem einmal konfrontiert worden. Speziell aber auch bei den Teamleitern und bei den Bereichsleitern und grundsätzlich auf allen Führungsetagen. Das zeigt sich auch ganz
nachweisbar in tieferen Absenzenquoten, weniger Langzeiterkrankungen und durch das eine Entlastung der ganzen Firma.